und dann hat seine Augen sauber zu machen. Das ist immer das Problem, du kannst nicht einfach sagen, dass die Kühe kräftig, sondern du musst einfach langsam werden. Vor allem so eine Dampflok anstellen, dauert ja auch sein. Ist sie fährt. Weil die kommt aus Russland. Ne? Weil ich jetzt dran habe. Wenn wir dann hin dürfen, dann wohl wahrscheinlich immer beim nächsten, bei der nächsten Herbst. Ja, auf jeden Fall. Hätte ich den dabei? Ich kann es erzählen. Die nächsten Nachtkassonen. Magst du mit Tipps haben? Schon seit Jahren nicht mehr. Seitdem es zum Leinen-ICE-Werk mutiert ist, machen die nichts mehr mit Diesel eigentlich. Die heben mal einen Triebzug ab für die Münchner S-Bahn, aber mit Diesel haben die nichts mehr seit, also ich glaube, seit ein oder zwei Jahrzehnten. Mehr. Aus Nürnberg geholt und einer, die in den Fernhof kam, aus Bayern München, da ist ein Verein, der hatte die. Das damals. Da haben wir also Zugsimulator, Gartenbahn, Dix-Express, mit der Zollbahn kann man fahren, die zwei machen einen Wechsel bei uns samstags. Naja, da haben wir halt immer ist noch Zugfunk, das ist wie ein Handy, kann man sagen, im Fahrzeug eingebaut, also funktioniert inzwischen auch schon digital. Mhm. Das ist Vorschalterhandrad. Also hier haben wir die Motorstromanzeigen, also wir fahren mit 15.000 Volt und dann hat man hinten ein Trafo und da sind verschiedene Anzapfungen dran und dann läuft das Schaltwerk lang. Und damit gibt man sozusagen vor, wie viel Strom zu den Fahrmotoren kommt. Und dann fährt der Lok los. Aha, weil Lenken auf Gleichgewicht. Bremsen tut man hier die Lok alleine und hier tut man Zug damit bremsen. Und hier pfeift man. Pfeift sogar. Aha, ja. Zug und Lok. Ja, genau, da ist auch die Drossel dabei. Das ist Magnetventil. Okay. Und da ist er. Da schließt der Druck ein. Schließt es gar nicht so. Das Ladegerät ist hinten. Das ist hier auf der anderen Seite. Der kann wahrscheinlich auch schneller als das Unmodell.
Unbedingt hat eine Höchstlänge von 23 km/h. Auf Deutsch ganz schön gerne. Mami, ich weiß es!